Willkommen zurück zu Age of Water. Wir hatten in der letzten Folge, in der ersten Folge, das Tutorial beendet, hatten dann auch mit den Hauptcharakteren erstmal Dialoge geführt. Diese hatten uns dann in das Spiel eingewiesen und so geht es erstmal weiter. Wir haben jetzt wieder einige Missionen offen. Ein größeres Boot wird gesucht, das ist noch etwas hin. Wir haben hier den Wegpunkt, hier befinden wir uns direkt bei der Wahrsagerin. Hier wollte ich euch gerne mit dazu holen. Und voraus haben wir noch einen Archipelago. Da weiß ich nicht genau, was das ist, ob das eine Stadt ist, ob das ein Boot ist. Wir werden es herausfinden und ich würde das natürlich gerne mit euch gemeinsam tun. Legen wir mal an, bei der Wahrsagerin. Auf dem Schild an der Tür steht Prognosen, Vorhersagen, Prophezeiungen, sogar über Zukünftiges. Bitte Klingeltaste drücken. Mermaid, the fortune teller here. Who are you? Admission is by referral only. Wir haben kein Empfehlungsschreiben. Kitty hat mir zu einem Besuch geraten. Actually, I'm very busy. But I happen to have a free minute now. Anyway, you may come in. Wir dürfen hinein. My name is Mermaid. I'm a 10th generation seer and fortune teller. This magic tower has been in my family since the old days, before the flood. Huh. You are either blind or rude. Get to the point. Judging by the look of you, you're new. Amnesia bothering you? Nicht wirklich. Es ist nur so, dass ich neu hier bin und nicht viel weiß. Then what would you like to know about? I'll get you an answer from the astral plane. Your first question is free. Land, you want to waste your one free question on senseless drivel? Where have you come from, Drifter? How could you know there's land in the world? Oh, sie hat es wohl gesehen. Es gibt wohl Land auf dieser Welt. Yes, as it turns out, I saw you standing on the sand. The endless sand stretched the horizon, and there was a strange ship on wheels next to you. No idea. You'd have to ask Brainiacs about that. I'm just a... You know what, Drifter? Look for Brainiacs yourself. The fortune telling's over for today. I need to rest. No. The magic tower is closed for today. I'm very tired of you. Ihr Zauberturm wird für heute geschlossen. Ja, wirklich viel haben wir jetzt nicht erfahren. Auf jeden Fall gibt es Land. Das hat sich herausgestellt. Voraus haben wir noch ein Päckchen Kaffee. Schmuggelware, die hatte ich jetzt von so einem Piraten erbeutet. Es stand dort aber, führt zur sofortigen Hinrichtung, wenn dieses im Laderaum entdeckt wird. Also ab über Bord erstmal damit, bis wir wissen, wie wir das an den Mann bringen. Und wenn es vielleicht gerade ruhig ist, gehen wir noch mal ganz kurz in die Crew rein. Die haben jetzt Stufe 6 erreicht. Und wir können nämlich jetzt auch hier doppelt belegen. Ich dachte zuerst, Stufe 6 heißt, wir können jetzt hier in Stufe 6 entweder oder auswählen. Nein, so ist es nicht. Wir können jeden Punkt auswählen. Müssen nicht, können aber. So, da höre ich aber auch im Hintergrund Schiffe. Gut, das wird hier nichts mit dem Skillen. Da fahren wir erstmal weiter. Was hatte ich noch geändert? Wir haben jetzt einen Außenborder. Der Kran ist erstmal wieder abmontiert. Ein Außenborder ist montiert. Der kam jetzt auch aus einem Piratenloot heraus. Weitere Mission ist, wir sollen Fässer sammeln. Unser Crewmitglied, der kann dann daraus... Captain, I see a submersible. It's my sister Emma. Let's get closer. Ja, kann dann daraus verbesserte Planken bauen. Oder wie sagt man? Rumpfbefestigung. Ich komme gerade nicht drauf. Haven't seen you for a while, Captain. Thank you for accepting my bro into your crew. Just imagine, there's an ancient locator complex just here, right underneath us. I found a useful thing for you there. A working battery. Here, take it. It'll come in handy. Oh, what schön, vielen Dank. You, Captain? The smartest? I don't really know. Ask Dutchman. He's an engineer after all. He should know.
Captain, it's a battery. An old one for sure. But if we mount it on a boat, we'll be able to speed boost longer. Was? Ja, nett von ihr. Aber nicht sehr nett von diesen Burschen. Ja, wir haben eine Batterie bekommen. Das ist die Schwester von unserem Crewman und die wird uns wohl sicherlich öfters mal einen Besuch abstatten. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. So, erstmal hier den Müll aufheben und dann gehen wir schnell mal in den Laderaum. Wo haben wir die Batterie? Ja. So, montieren mal sehen. Müssen wir noch ein Plätzchen haben? Ja. Energie muss für den Boost und Notfälle gespeichert werden. Kleine Batterie. Ja, unten in der Mitte sehen wir jetzt, unsere Batterieanzeige steigt auf 300 hoch. So, gibt schon wieder Stress voraus. So, das hier, was ihr gerade seht, sieht man auch unten auf dem Kompass mit so Pfeilen gekennzeichnet. Das sind Strömungen. Diese kann man nutzen, um schneller von A nach B zu gelangen. Und dann führen diese noch zu Strudeln, welche man dann als Reisepunkt ebenfalls nutzen kann. Liegt jetzt aber erstmal nicht auf meiner Strecke. War jetzt erstmal nur so eine kleine Info für nebenbei. Ja, das sind mir die Liebsten hier. Da gab es natürlich jetzt auch viele negative Steam-Bewertungen, wie ich gelesen habe. Ich glaube, da wurde aber auch inzwischen was gepatcht, dass es halt zu viele Gegner gibt. Persönlich stört mich sowas überhaupt nicht. Dazu ist es ja eine Herausforderung. Und jeder Gegner bringt natürlich auch Loot mit sich. Man darf sich jetzt hier nicht hinstellen und irgendwelche Dinge erledigen. Na klar, kommt dann immer wieder neue Gegner angefahren. So, aktivieren wir mal den Boost. Batterie alle. Ja, hält wirklich nicht sehr lang die Batterie. Hello, Captain. My name is Titus. I build boats and ships. 7 Foot is a trustworthy brand. Dann hoffen wir mal, dass wir hier ein größeres Schiff bekommen. Das ist ja immer noch dieses anfängliche Schiff oder beziehungsweise ein Rettungsboot, was wir nutzen. What brought you here? You have a good barge. With proper care, it'll last a long time. Ich hätte gerne ein größeres Boot. I can offer you a Njord boat or a Sanya longboat. The boat is faster, but the longboat is more spacious. Das Njord boot ist schneller und die Barkasse ist geräumiger. Sagt mir jetzt erstmal nichts, eine Barkasse. Ich kenne eigentlich so eine Barkasse als Segelschiff. Geräumiger. Geräumiger heißt aber wiederum, wir bekommen ja drauf. Ich würde sagen, wir nehmen das Geräumigere. It's a deal, Captain. But I don't need corks. As payment for my work, I need you to get me 100 kilos of explosives. 100 Kilo Sprengstoff möchte haben. How can I help you, Captain? There aren't many smart people around. The majority of the sector's population are either... Well, I guess I'm not a fool. Although I wouldn't really call myself smart. The 7 Foot shipyard is at your service, Captain.
Ja, reparieren. Komm, wir klicken mal auf reparieren. Reparatur, nicht genug Korken. Insgesamt haben wir 842 und die Reparatur kostet 3200 auf keinen Fall. Captain, I see the flying bubble. The ghosts probably know where to get explosives. Okay, also das Boot jetzt, die Barkasse haben wir nicht bekommen. Die Geister wissen wohl eine Lösung, wo wir die 100 Kilo Sprengstoff herbekommen. Oh, Seetang, haben wir es? Ja, den haben wir noch mitgenommen. Sharp-Eyed Drifter. How can we help you? Ich brauche eine kluge Person. Wo kann ich eine solche finden? You know, Drifter, we don't divide people into smart and stupid. What really matters for us is whether they're good or bad. You can find explosives deep underwater, where there's old ammo on the ocean floor. Aimer will probably be able to teach. She's actually waiting for us in the Bobber Club right now. Having some downtime after a long underwater raid. Join us, Drifter. The Bobber's not far at all. We are always glad to see you. Wir haben jetzt erfahren, Sprengstoff finden wir unter Wasser, müssen zuvor aber nochmal zu Bobber. Begib dich zur Bobber Bar. Ja, ist ja gar nicht so weit weg. Setzen wir mal einen Marker, dass wir jetzt hier den richtigen Wegpunkt anfahren. Gut, da haben wir Glück gehabt. Das war nämlich eine Mine. Sehr schön, ein weiteres Fass. Seetang. Okay, das wäre jetzt zweimal Loot gewesen. Davon gibt es aber reichlich. Und wenn wir Platz und Lust haben, dann können wir wirklich mal große Lootrunden drehen. Hi, Captain. I'm Ricardo Diaz, the owner of the Bobber Club, the most chic establishment in our sector. Is it your first time here? The Bobber is the ideal place to relax. We've got a wide range of entertainment for wealthy captains. The Bobber's at your service, Captain. Your friends are waiting for you on the round couch. Here's our Drifter at last. Aima was so happy to hear you'd be dropping by. Hi there, Drifter. This is my favorite club. I always come here to relax after a long dive. How are you doing? Hi, Captain. You wanted to ask Aima about finding explosives. Hurry up and ask before she drinks all the tea in the club. Bevor sie den ganzen Tee im Club alleine trinkt. Quit heaping slander on a poor little girl like me. I know my limits when it comes to tea. What do you want to know about explosives, Drifter? Wie kann ich ihn finden? Wo bekomme ich ihn her? Easier to show you than explain. Especially when you're goggling at that dancer and are clearly in no state to learn. Go see Heatsink, the trader. It's not far from here. Buy a resource scanner and mount it on your boat. I'll finish my tea and catch up with you. Einen Ressourcenscanner benötigen wir. How would you like to have fun, Captain? What? I see your tastes are very singular, Captain. Wollen wir mal gucken, was er hier anzubieten hat. Er hat schon jetzt ein bisschen mehr Korallen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir überhaupt Nahrungsmittel benötigen. Ach komm.
gehen erstmal raus aus dem Handel und legen ab. Wir sollen jetzt zum Händler einen Scanner kaufen. Moment, der Punkt. Nee, das passt. Der ist jetzt weg. 1600 Meter. Müsste auch gleich wieder Tag werden. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Dann können wir auch ein bisschen, ja, mal das Loot gezielter anfahren. Also mir macht es mega Spaß. Ich weiß nicht, wie das bei euch rüberkommt, die kleinen Dialoge, die wir immer führen. Ich lese die so im Stillen durch, weil ich halt nicht gerade der beste Vorleser bin. Ich hoffe mal, das ist okay so für euch. Und dass das nicht gerade so das Spiel, ja, wie sagt man, beeinflusst, langweilig macht. So, schauen wir mal. Plastikmüll. Ja, hier haben wir so einen Schnellreisestrudel, nenne ich ihn mal. Nutzen wir jetzt aber nicht, weil ich nicht weiß, wo der herauskommt. You stranger, I haven't seen you before. Kagawa Trade Posts will help you make some money. We sell Kagawa Trade Posts are apolitical and open to all. Are you looking for some? Agreed. A scanner is a must. Kagawa Trade Posts will help you make some verkauft money. Uns den Scanner. We sell special goods, and the prices change all the time. Watch the prices of different trade posts. Buy cheap, sell expensive. You'll get rich. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Das hat man ja schon erfahren, dass man hier auch als Händler agieren kann. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Wem Spaß macht, könnte man machen, um hier ein paar Korken zu verdienen. Müssen wir mal sehen, wie viel man da überhaupt benötigen. Ob das wirklich, ja, Mangelware ist oder ob man mit der Zeit einfach genügend Korken sammelt. We have all sorts of. So, wie war denn das jetzt mit dem Scanner? Hat man den jetzt schon gekauft oder hat er den hier im Handelsbereich drin? Das habe ich jetzt leider übersprungen beim Lesen. Korallen und Perlen hat er noch im Angebot. Er hat aber Sprengstoff. Nee, das ist unser Sprengstoff. Nee, den behalten wir mal schön. Ich leg mal ab. Captain, open the constructor, select the scanner and mount it on your deck. Ja, den Scanner haben wir jetzt gekauft. B und Tab. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Plastikschilder, die können wir auch montieren. Wir haben noch die Angel. Und hier haben wir den kleinen Scanner. Der Scanner zeigt die Richtung zum Ressourcenvorkommen unter Wasser an. Okay, sah jetzt im Moment aus wie ein Oberflächenscanner. Ja, braucht einen kleinen Slot. Packen wir hinten mit hin. Erledigt. Und dann haben wir gesagt, über Tab die Plastikschilder. Bringt nochmal 660 oder 40 Verstärkung und 660, nennen Sie mal, Lebenspunkte. Hey, schön sieht es nicht aus. Machen wir es mal vorne dran, falls mal gerammt werden.
Was haben wir montiert? So, was haben wir denn hier? Der Windgenerator? Nee, das ist zu klein, unser Schiff. Was haben wir alles montiert? Guck mal, die Abprallreifen, die... Ach, jetzt habe ich den ausgewählt. Will ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich reparieren. Das Gerät. Schraubenförmiger Mast auf dem Platz für Komponenten ist. Also hübsch oder nicht? Eine Komponente könnte man oben drauf setzen. Naja. Wenn Shane macht. So, wir gehen erstmal hier wieder raus. Captain, I see Ama's craft. Level up. She'll tell us where to look for explosives. Und wir gehen mal jetzt direkt nochmal in den Laderaum. Jetzt müssen wir alles reparieren können. Wenn wir sagen, das MG. Reparatur. Hm, wo steht das jetzt, was es kostet? Ob hier drüben stand's. Eisschrott, 226 haben wir und 20 Holz benötigt da, das ist die Reparatur. Planken, ja, 200 Holz, die MG sind natürlich wichtig, die werden wir reparieren. Das hat man jetzt hier, den Schalldämpfer, Reparatur und die MGs, wenn wir sagen, zerlegen, bringen die uns die untere Komponentenleiste. Die können wir zerlegen, brauchen wir nicht. Und müsste dann auch leichter werden, unser Boot. Farben, auch nicht schlecht. Weiß-gelb gestreifte Lackierung. Lassen wir auch mal in Ruhe. Okay, den Scanner, den haben wir jetzt montiert. Wir sollen jetzt erstmal wieder mit Arma sprechen. Die war hier drin, war, oder? Nee, die war in der Bobbers Bar. Schätze auf dem Meeresgrund. Nee. Markierung wird mir immer noch hier angezeigt. Kagawa Trade Posts are political and open to all. Ich fahre nochmal zurück zur Bobbers. Halt. Das hatte ich jetzt doch glatt weg übersehen. Oh, there you are. Did you get the scanner? Jupp. Sag mal, wie man damit umgeht. Tust du das? It's simple. Turn the boat toward the source of the signal. Focus on the semicircular line on the scanner sensor. Dreh das Boot in Richtung der Signalquelle. Konzentriere dich auf die halbkreisförmige Linie auf dem Scannerradar. Yeah, try it out. There's a shipwreck not far away. I'll be waiting for you there. Okay. Sie wartet auf uns. Da müssen wir aber noch zuvor den Kran wieder montieren.
davon liegen. Montieren. Bran ist montiert. So, Skeller. Halbkreisförmig. Also da muss ich jetzt selber nochmal überprüfen, ob wir den aktivieren müssen. Der Scanner. Deck, deck, deck. Da muss ja hier, wartet mal, ich sehe ihn nämlich gerade gar nicht mehr. Windgenerator, Scanner. Operatur entsorgen? Nee. Aber was hat sie halbkreisförmig gemeint? So, also diese Linie hier. Nee, die Linie ist meine Markierung. Die können wir ja erstmal wegmachen. Schätze auf dem Meeresgrund. Okay, das habe ich jetzt nicht kapiert, wie das mit dem Scanner funktioniert. Wir haben jetzt neben dem Kompass neue Zeichen. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ich glaube, das war vorher nicht da. Das könnte schon der Scanner sein. As you can see, here, have my old Echo Sounder. When it's installed, you'll see dots on the sounder screen. Run the dredge when you're right above one of them. Captain, open the menu and select cargo hold to open your inventory. Select the Echo Sounder and press the on button. Das Echolot müssen wir aktivieren. Aktivieren durch Drücken von U. Okay. Aktivieren. Genau, hinten schwimmt's. Gut, das ist ja hier. Das ist ja ein Gemüseteppich. So, wie ging das jetzt? Wir schleppen den Scanner erstmal herum. Ich kann mir vorstellen, bei diesen blauen Punkten müssen wir das ablassen. Auf jeden Fall eine Kiste haben wir erbeutet, reichliche Beute. Gucken wir mal, 25 Sprengstoff. Sprengstoff, es wird 100 benötigen wir. Und so wie es aussieht, ist da noch eine Menge unten. Wir gehen mal kurz unsere Crew leveln. Stufe 7. 2 Fertigkeitspunkte hat jetzt unser altes Ego. 10% Schaden durch Nahkampfwaffen erhöht die Laderaumkapazität. Ja, das klingt super. Erzeugt eine zusätzliche Einheit Energie pro Rumpfrang. Erhöht die Energiekapazität des Rumpfs um 50 Einheiten. Kann Boote des Ranges 2 führen. Das tue ich mal direkt auswählen. Dann haben wir die Kitty. Kitty war unsere Schützin. Waffen laden 13% schneller nach. Verbessert. Benötigen wir Kraftprotz Stufe 1. Kraftprotz Stufe 1. Hier oben. 20% Waffendrehgeschwindigkeit. Check
ebenfalls 2 Punkte. Plug-Kanonen haben wir noch keine. 5% Reparaturgeschwindigkeit, 25% Reparaturgeschwindigkeit des Rumpfs bei einem Leck. Jeden Fall. Erhöht die Trommelgröße der Flakkanone. Ändern können wir auch. Sorgt dafür, dass während des Änderns zusätzliche Ausrüstung erhalten bleibt. Kishiro. 10% Reparaturgeschwindigkeit der Panzerung. Check. Entern, das kommt auch noch auf uns zu. Hier, guckt mal, Waffenladen 5% schneller nach. Check. Hätte ich Beute, 25 Dynamit. Jetzt will ich mal beobachten, ob da unten so ein blauer Punkt verschwindet. Nicht wirklich. Sollen wir nochmal herablassen? Doch. Jetzt würde ich sagen, ist einer weg, oder? Müssen wir mal beobachten. Ich glaube, nachdem wir die Ladung ins Inventar verschieben. Great. We have enough explosives. We can go back for a new boat. Ah, schön. Können wir uns dann endlich die Barkasse holen. Kupferschrott. Das war's. Dann nehmen wir die Boje wieder an Bord. Ich habe hier aber noch 2 Loot-Anzeigen auf dem Radar. Seetang. Kleinen Maden, oha. Mine direkt voraus. Gefährlich, gefährlich. So, markieren wir mal den Schiffsbauer. Da wollen wir hin. Und Fässer sollen wir immer noch sammeln. Glück gehabt, da war eine Mine, sind wir elegant drüber gesprungen. Sehr schön. Hier sind Fässer. Die schnappen wir uns. 18 von 20. 2 Fässer brauchen wir noch. Dann haben wir die nächste Mission abgeschlossen.
ausgeschalten. Den looten wir aber. Seetang. You're on time. I've just finished working on your longboat. By the way, Dutchman and Flying were looking for you from a hot air balloon. It seems they have some kind of gift for you. They're waiting for you nearby. Oh, ich liebe Geschenke. Dutchman und Flying, die haben ein Geschenk für mich. Sehr schön, das nehmen wir noch gerne an. The 7-foot shipyard is at your service, Captain. Ein neues Boot. Ich bin gespannt. Wir Captain, legen ab. Don't forget to mount the weapons and other equipment on the deck of the new boat. Captain, I can see the balloon not far off. So, das Inventar ist geblieben, das haben wir mitgenommen. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Nächste Folge werden wir dann komplett unser Boot mal ausstatten mit den alten Ressourcen, die wir jetzt schon hatten. Werden wir das erstmal so weit tun, wie es möglich ist. Vielleicht können wir auch schon wieder was Neues bauen. Lasst euch da mal überraschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!